Hongkong, der Hotspot in Asien. Eine Stadt, in der alles geht, auch das, was eigentlich gar nicht geht. Denn mitten in der Stadt steht, oder besser wippt seit heute, auf der Sonnenterrasse des Peninsula Hotels ein alter Vintage Harrington Bus. Der Grund dafür ist aber nicht etwa ein Fahrfehler des Busfahrers, sondern vielmehr in der Kunst zu suchen. Denn der gefeierte Künstler Richard Wilson hat kurzerhand im Sinne der Kunst auf dem Dach des denkmalgeschützten Hotels eine Full-Size-Nachbildung installiert. Übrigens, die künstlerische Zusammenarbeit zwischen dem Peninsula Hotel Hongkong und der Royal Academy of Arts wurde auf 3 Jahre vereinbart und soll Hongkong mehr in den Fokus der internationalen Kunstszene rücken.